Franziska Urio hat in der 4. Staffel der DSDS-Sendung mitgemacht und wurde dadurch bekannt. Sie fiel sofort mit ihrem guten Aussehen, ihrer Ausstrahlung und ihrer Stimme auf. Durch ihr Auftreten bei DSDS merkte man sofort, dass sie eine erfahrene Sängerin ist und schon Erfahrung gesammelt hatte. Das wurde ihr später in den Live-Shows auch zum Verhängnis. Franziska wurde am 6.2.1981 als Tochter einer deutschen Mutter und einem tansanischen Vater geboren. Sie wurde in Thüringen geboren, wuchs aber in Berlin auf. Ihr Vater liebte Jazzmusik, R&B, Soul und Popmusik. Somit wuchs sie musikalisch sehr vielfältig auf. Sie entwickelte dadurch umso mehr die Leidenschaft zur Musik. Sie nahm an Schulaufführungen teil, an Theaterstücken und das half ihr dabei, ihr Talent zu fördern und ihre Stimme besser kennenzulernen. Mit 15 Jahren bildete sie mit ihren 3 Schulfreundinnen ihre erste Band Silver Shadow. Nachdem sie im Jahre 2000 ihr Abitur abschloss, war für sie ganz klar, ich muss Musikerin werden. Es gibt keinen anderen Beruf, der mich so erfüllt wie dieser eine. Glücklicherweise wurde ihre Gruppe bzw. R&B Girl Group im Jahre 2001 von der Plattenfirma Sony gesigned. Sie konnten sehr viel Bühnenerfahrung sammeln, gingen mit riesigen Künstlern wie Mary J. Blige, Mos T, Seal, Shakira, Wyclef Jean auf Tour. Doch vom Label wurden sie nicht so richtig gepusht und auch nicht so richtig unterstützt. So verließen immer mehr Mitglieder die Band, so blieben am Ende nur noch Franziska und ihre Freundin Harris übrig. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but there lies a bore so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If I ain't got you, baby, some people want diamond rings, and some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Sie wurden zu einem Duo, spielten noch einige Konzerte und im Oktober 2006 entschieden sie sich dann nach einem letzten Konzert komplett aufzuhören. Sie wollten sich beide nun auf ihre Solokarrieren konzentrieren. In der Zwischenzeit war Franziska als Model tätig und moderierte ihre eigene Sendung bei Jazz Radio Berlin. Die große Aufmerksamkeit erlangte sie dann durch die Teilnahme bei der DSDS im Jahre 2007. Sie wurde von Anfang an als eine außergewöhnliche Sängerin wahrgenommen und zählte für die meisten von Anfang an zu den Favoritinnen. Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me, but everyone around me. Because of you, Stimme begeistert, die Teilnehmerinnen und selbst internationale Künstler wie Thomas Kresthoff waren begeistert von ihrer Stimme und waren sich sicher, diese Frau gehört in dieses Geschäft. Während ihrer Teilnahme bei DSDS veröffentlichte die Bild einen Artikel, in dem drin stand, dass Franziska schon einmal einen professionellen Plattenvertrag mit einer großen Firma abgeschlossen hat und dass es gegenüber den anderen Teilnehmern eigentlich nicht fair wäre, wenn sie weiterhin in der Sendung bleibt. Doch das Team von RTL wendete direkt ein und erklärte, dass es gar nicht schlimm wäre, wenn ein Künstler vorher mal einen Plattenvertrag gehabt hat. Sobald der Künstler nicht mehr unter dem Vertrag steht, darf er an der Sendung teilnehmen und es ist alles kein Problem. Nach der 4. Motto-Show wurde Franziska unerwartet eliminiert.
Die Frau hat jede Woche abgeliefert, hat immer die Töne getroffen, war die stärkste Kandidatin in der Sendung und hat es nur auf Platz 7 geschafft. Die Jury war auch anfangs immer zufrieden mit ihrer Performance, doch irgendwann fing sie an, sie aufgrund ihres Perfektionismus zu kritisieren, weil sie einfach zu gut war. Dieter äußerte dann Kommentare wie zum Beispiel, du bist zu perfekt und das kann dir zum Verhängnis werden. Du brauchst halt ein bisschen Ecken und Kanten, damit du interessanter wirst. Es war halt auch oft so, dass Franziska sehr oft Balladen bekommen hat, von Alicia Keys zu Mariah Carey, diese ganzen großen amerikanischen Soul-Sängerinnen, was sie unglaublich gut performt hat. Aber die Zuschauer wussten immer, gleich kommt die Balladen-Queen und sie wird wieder unglaublich gut performen. Deswegen hat sie dann während einer Live-Show mal versucht, alles ein bisschen aufzupeppen mit Queen Marmalade. Und das war halt auch eine andere Seite von ihr. Das hat sie für den Zuschauer interessanter gemacht. Sie wurde extremst gelobt und kam auch deshalb direkt weiter. Doch was man verstehen muss in so einer Sendung ist, dass die Teilnehmer gar nicht die Songs aussuchen dürfen. Ihnen werden von Woche zu Woche Songs zugeteilt und es sieht dann für den Zuschauer so aus, als ob die Kandidaten selber diese Songs wählen. Und da die Produktion Franziska wahrscheinlich zur Balladen-Queen machen wollte, haben sie das auch umgesetzt. Und dadurch konnte sie halt nicht andere Facetten zeigen. Nach der SDS wurde sie zu verschiedenen Events eingeladen, performte sehr viel. Sie tourte mit dem Musical The Magic Night of Dancing durch ganz Deutschland und dort stellte sie dann 5 eigene Songs als Solokünstlerin vor. So konnte sie ihre gewonnenen Fans der DSDS-Zeit ein bisschen begeistern durch ihre Live-Performance. Im Jahre 2007 wurde sie zu einer Competition-Show eingeladen, namens New Wave. Diese kann man sich so vorstellen wie den Eurovision Song Contest und sie sollte Deutschland vertreten. Es waren insgesamt 18 Länder angetreten und Franziska machte am Ende den 5. Platz. In den folgenden Jahren nahm sie an Musicals teil, schrieb Songs, hatte rund um ganz Deutschland Auftritte. Im Jahre 2010 unterschrieb sie dann ein Werbedeal mit dem Bademode-Label Otto Lascana. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit veröffentlichte sie mehrere Songs, unter anderem It's a Woman's World, Baila Comingo und einen Weihnachtssong It's Christmas Time. Ab 2011 wurde sie dann die Stimme
Stimme des Sportsenders Sport 1. Ihre selbst komponierte Single We Are One wurde zum Titelsong einer TV-Kampagne. 2011 erschien dann ihr lang ersehntes Debütalbum Alpha Girl, inspiriert von Electro, Pop, ein bisschen R&B, aber vor allen Dingen einer ihrer größten musikalischen Einflüsse, Donna Summer. 2011 wurde das Album mit einem White Knight Grand Prix ausgezeichnet. Es hat nicht für sehr viel Aufruhr sorgen können, aber ihren Fans hat das Album gefallen. Und seit Jahren macht Franziska halt Live-Auftritte, ist auf sehr vielen Songs als Feature-Gast zu hören, hat mal mit dem Orchester und mit der Live-Band Auftritte, aber sie ist eher im Untergrund. Sie hält sich schon so ein bisschen fern von den Medien. Sie hat über die Jahre sehr viel gemacht, man hat halt sehr wenig mitbekommen. Meiner Meinung nach hätte sie eine größere Künstlerin werden können. Sie hatte das internationale Talent, die Ausstrahlung, das Aussehen und meiner Meinung nach ist sie die beste und stärkste Sängerin, die jemals bei der SDS teilgenommen hat. Bei Abstand die mit dem meisten Potenzial. Meiner Meinung nach ist es halt so, dass solche Sängerinnen haben extrem viel Talent, aber sie haben es auch sehr schwer, das richtige Team zu finden, das richtige Label zu finden, die Menschen, die diese Musik pushen. Wir haben einfach in Deutschland zu wenige Menschen, die verstehen, wie man mit diesem Genre arbeitet. Es gibt nicht sehr viele Produzenten, die was von diesem Genre verstehen. Genau deswegen gehen Künstler mit so einem außergewöhnlichen Talent auch immer sehr schnell unter. Ich wollte einfach mal dieses Video machen, weil sie mir noch sehr stark im Kopf präsent geblieben ist und weil ich immer sehr viel von ihr gehalten habe als Musikerin. Und ich es immer sehr schade fand, dass sie nicht die Möglichkeiten bekommen hat, die sie eigentlich verdient hätte. Und wie gesagt, sie hat eine unglaubliche Stimme, eine Stimmgewalt. Sie hat mehrere Oktaven und kann Höhen treffen, die die meisten nicht hinkriegen. Deswegen Hut ab. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlass mir einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleib safe, bleib sicher. Bis dann.